waren dem inneren Gewölbe nicht gewachsen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet. Warum zieht ihr diese Frosthexe hinter euch her? Raus damit! Ihr? Ich bin ein hochdekorierter General des alten Meri-Dominions, eine Heldin meines Volkes. Wer wäre besser dazu geeignet, über die Macht eines Gottes zu gebieten? Aber... ich habe Rajins Umhang gefunden. Warum sollte Königin Eiren ihn tragen? Ich kämpfe schon länger, als sie lebt. Ihr habt recht. Wir wurden überrannt. Ich wollte seine Kraft nutzen, um unsere Feinde zu töten. Aber ich konnte nicht aufhören. Ich habe meine eigenen Soldaten getötet. Ich kann es spüren, wie es meinen Schatten zum Leben erweckt. Ihr müsst mich aufhalten, egal wie hoch der Preis ist. Nein, ihr versucht mich zu überlisten. Den Gott der List überlisten zu wollen. Ha! Ich durchschaue eure Lügen. Ich werde ihn weder euch noch sonst irgendwem geben. Ihr werdet Rajins Schatten verfallen. Werdet ihr nicht überleben! Hat sich ganz schön gewehrt, was? Ihr habt es geschafft! Nehmt Rajins Umhang, damit ihr mich befreien könnt. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ihr haltet ihn in euren Händen. Nun gilt es, meine Bande an dieses furchtbare Gefängnis zu zerstören.
Das Entfernen von Rajins Umhang aus dem inneren Gewölbe hat die Magie des Gefängnisses geschwächt. Jetzt müsst ihr sie ein für alle Mal austreiben. Rajins Umhang ist ein trügerisches Ding, besonders angesichts der Verzauberungen, die seinen Träger binden. Legt ihn in die Feuerschale in der Mitte dieses Raumes und er wird den Fluch ersticken, der auf mir lastet. Keine Sorge, dem Relikt wird nichts geschehen. Bald werde ich diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Ich hatte schon fast sämtliche Hoffnung aufgegeben. Werte Nairume, ihr habt meine Liebe zurückgewiesen und ich verweigere euch die Heimreise. Fleht um Vergebung, überzeugend. So werde ich die wandelnde Stadt wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückbringen. Was? Könnte dieser Abschaum ganz Falinesti verschwinden lassen? Er hat die wandelnde Stadt mitgenommen? Er hat mein Heim gestohlen? Oder ist das noch eine seiner Lügen? Was könnte ich anderes tun, als mein Zuhause aufzusuchen? Doch jetzt ist alles so anders. General Endari sprach von einem Altneri-Dominion. Und ich weiß noch nicht einmal, was das bedeuten soll. Ohne jemanden, der mir Führung schenkt, könnte ich genauso gut vor Rajins Schatten auf die Knie fallen und mich seiner Gnade ausliefern. Wirklich? Dann muss ich Brelor finden und schauen, was er über Falinesti weiß. Ich sollte ihn aufsuchen und wieder mit eigenen Augen den Himmel sehen. Wie viele Jahre lang, sagtet ihr, umzingelten die Frosttrolle euer Gefängnis? Wirklich abscheulich, meine Dame. Sie waren ziemlich furchteinflößend, selbst wenn ich nur mein Konstrukt in ihre Mitte projizierte. Vergebt mir, wenn ich das Offensichtliche erwähne, aber ihr lebt! Wir haben furchtbare Geräusche aus den Tiefen der Höhle gehört. Was ist geschehen? Und ihr habt Fürstin Nairume befreit. Sie ist recht zugänglich und könnte sich noch als lebende Fundgrube an Wissen über die wandelnde Stadt erweisen. Ich hoffe, dass euch General Endari keinen Ärger gemacht hat. Ich verstehe. Ich weiß nicht, warum sie all dies getan hat, aber einst war sie eine Heldin. Ich glaube nicht, dass ihre Soldaten erfreut auf diese Nachricht reagieren werden. Aber wie ihr sehen könnt, sind solche Relikte gefährlich. Ich kann ihn der Magiergilde in Eldenwurz übergeben, wo man seine Macht eindämmen kann. Ich werde die altmerische Botschaft alarmieren, wenn ich nach Eldenwurz zurückgekehrt bin. Sobald ich ihn in der Magiergilde habe, werde ich sehen, ob ich für ihre Bestätigungszeremonie einen sicheren Umgang damit finden kann. Hervorragend! Ich mag gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können, wenn ihr nicht gewesen wärt. Aber sei's drum. Fürstin Nairume und ich werden nach Eldenwurz zurückkehren, sobald er sicher ist.